Sie ersetzen schon Nudeln, Backwaren und jetzt sogar Speck und können dabei geschmacklich sogar gut mithalten. Es geht um Superhelden aus der Pflanzenwelt. Und wenn Sie jetzt erfahren, wer das ist, werden Sie überrascht sein. Ich bin mir sicher. Algen, faszinierende Schätze aus dem Wasser. Sie sind der Ursprung der Pflanzenwelt, unverzichtbar für Klima und Ökosystem. Und sie sind gerade dabei, unseren Alltag zu erobern. Lebensmittel aus Algen sind auf dem Vormarsch. Denn die Wasserpflanze ist gesund und liefert jede Menge Nährstoffe. Und schon bald könnten wir aus ihr sogar Treibstoff gewinnen. Bereits heute lässt sie Flugzeuge abheben. Alleskönner Alge, ein echter Superheld. Der Niederländer Willem Sodderland ist so etwas wie der Herr der Algen. In seiner Amsterdamer Versuchsküche kreiert der Seetang-Unternehmer laufend neue Lebensmittel auf Algenbasis. In ihnen sieht er den größten Superhelden, den die Natur zu bieten hat. Das Gute an Algen ist, dass sie das nachhaltigste Nahrungsmittel der Welt sind. Alle Algen, die wir nutzen, sind sehr gesund. Und als Koch bin ich besonders von ihrer Vielfalt fasziniert. Die Alge steckt voller Nährstoffe und hat dabei nur wenige Kalorien. Sie ist nahezu fettfrei, aber reich an Eiweiß. Der Proteingehalt ist ähnlich hoch wie bei Hülsenfrüchten oder Eiern. Und noch mehr. Viele Algenarten sind vollgepackt mit gesunden Inhaltsstoffen. Einige Sorten enthalten Massen an Vitamin A, C und E sowie Zink. Außerdem versorgen sie uns mit Jod, das Stoffwechselvorgänge unterstützt. Die Alge ist eines der gesündesten Lebensmittel überhaupt. Ein echtes Superfood. Mit Algen will Willem auch bekannte Gerichte revolutionieren. Statt Pasta aus Hartweizen nimmt er blanchierte Braunalgen. Auf die Idee kam Willem, als er Algensalat probierte und dachte, es seien Spinatnudeln. Denn in Aussehen und Geschmack konnte er keinen Unterschied feststellen. Algennudeln haben aber nur halb so viele Kalorien. So ging es los. Warum nicht etwas, was wir kennen und mögen, einfach durch Algen ersetzen? Seitdem hat Willem etliche Gerichte und Produkte aus dem Superhelden-Alge kreiert. Zum Beispiel Brot, bei dem Algen einen Teil des Getreides ersetzen. Gerade in der Entwicklung Hummus sowie Tortilla-Wraps. Frisches Gemüse, eingewickelt in einen besonderen Algenteig. Sogar Fleischliebhabern will der findige Unternehmer die Alge schmackhaft machen. Diese Rotalgen sollen richtig zubereitet wie Speck schmecken und Schweinefleisch ersetzen. Ob das stimmt, testen wir später. Mit seinen Ideen konnte Willem bereits Investoren überzeugen. Aus der Geschäftsidee ist ein florierendes Business gewachsen. Von Amsterdam aus beliefert das Team niederländische Supermärkte und Restaurants. Aber das soll nur der Anfang sein. Denn für Willem ist die Alge das Nahrungsmittel der Zukunft. Ozeane bedecken 70% des Planeten. Es macht also Sinn, unsere Nahrung aus dem Meer zu beziehen. Gleichzeitig sollten wir mehr Pflanzen essen. Kombiniert man das, kommt man auf Algen. Ein logischer Schritt. Was lässt sich noch rausholen aus dem Superhelden-Alge? Mit Mitarbeiter Karel holt sich Willem auf der Nordseeinsel Texel Inspiration. Denn hier wachsen Braunalgen in Hülle und Fülle. Und es sollen noch mehr werden. Aufgrund der Erwärmung der Meere vermutet man, dass der Bestand in Zukunft ansteigt. Das könnte man nutzen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Tee aus Algen? Wir müssen beobachten, wie sie sich im heißen Wasser verhält. Wenn das nicht funktioniert, können wir sie auch klein schneiden und mit anderen Sorten mischen. Wenn ich mir das so anschaue, könnten sich die oberen Blätter aber auch ganz fantastisch für einen Salat eignen. Willem ist sicher, die Alge ist der Schlüssel zur Lösung globaler Herausforderungen. Denn sie macht satt und wächst von ganz allein. Man muss sie nur noch ernten. Geht es nach den Algenvisionären, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie einen festen Platz auf unseren Tellern hat. Auch weil sie überall auf der Welt vorkommt. Willem und weitere Start-ups beziehen Algen auch aus Wildernten in Irland oder Frankreich. Bislang heißt es, im Meer ernten, transportieren, weiterverarbeiten. Aber vielleicht geht es bald einfacher.
Auf Texel forscht man nämlich an Anbaumöglichkeiten an Land. Die Wissenschaftler pumpen gefiltertes Meerwasser in Kultivierungsbecken, um herauszufinden, unter welchen Bedingungen der Superheld am besten gedeiht. Wegen Strömungen und Wellen ist es nämlich schwierig, Algen im offenen Meer zu beobachten und zu versorgen. Die Idee einer Algenfarm im großen Stil steckt zwar noch in den Kinderschuhen, könnte aber schon bald unsere Versorgung mit dem Superfood sichern. Wenn wir Erfolg haben, brauchen wir sehr viele Algen. Mehr, als wir auf nachhaltige Art wild ernten könnten. Wir sind daher abhängig von Leuten wie diesen, die uns große Mengen in guter Qualität liefern. Und dabei ist Tang auf dem Teller nur eine Facette. Der Superheld-Alge kann mehr, viel mehr. Designern dient er zum Beispiel als Rohstoff, um daraus Möbel und Accessoires zu bauen. Algen zum Draufsetzen oder als schicke Deko. Er ist Ausgangsstoff für Kosmetikprodukte und sogar Kleidung. Und er liefert Energie. Otto Brunn bei München. Hier gibt es das weltweit einzigartige Algentechnikum. Unter einem UV-lichtdurchlässigen Glasdach können die Wissenschaftler alle existierenden Klimabedingungen der Erde simulieren. Professor Thomas Brück züchtet hier Mikroalgen aus verschiedenen Meeren. Er beobachtet, wie die winzig kleinen Wasserpflanzen mit unterschiedlichen Bedingungen und Salzgehalten zurechtkommen. Sein Ziel? Er will aus unserem Superhelden etwas ganz Besonderes gewinnen. Hier brauchen wir Algen, die besonders schnell wachsen und einen hohen Gehalt haben an Fetten und Ölen. Ja, diese Öle sind ähnlich wie Pflanzenöle, die Sie auch aus der Küche kennen. Ja, Raps- oder Olivenöl. Und unsere Algen machen eher so was in Richtung Rapsöl. Aber nicht zum Braten. Dieses Öl könnte schon bald Kerosin für Flugzeuge ersetzen. Der Superheld-Alge zettelt also nicht nur auf dem Teller, sondern auch im Tank vielleicht eine Revolution an. Mikroalgen sind mit bloßem Auge nicht erkennbar. Doch was aussieht wie Schmutzwasser, ist ein wahrer Schatz, der unsere Energieversorgung in Zukunft sichern könnte. Dank dieser winzigen Partikel, deren Sprache wir allerdings noch entschlüsseln müssen. Dann sehen wir meistens unter dem Mikroskop so kleine Tröpfchen innerhalb der Zelle. Dann weiß man, so langsam ist es Zeit, dass sie auch geerntet werden müssen. Damit die Algen viel Öl bilden, greifen die Wissenschaftler zu einem Trick. Sie entziehen der Mikroalge für ihr Wachstum notwendige Nährsalze. Das löst eine Schockreaktion in der Alge aus. Um für nährstoffarme Zeiten Energie einzulagern, produziert sie mehr des kostbaren Öls. Dieses ist der Schlüssel zum Algenkerosin. Extrahiert und bearbeitet hat es tatsächlich die gleiche chemische Formel wie herkömmliches Kerosin. Und das ist nicht bloß Theorie. Der Superheld-Alge hat bereits seinen Jungfernflug bestanden. Dieser Sportflieger war das erste Fortbewegungsmittel, das allein durch das Algenkerosin abgehoben hat. Ein Meilenstein. Zurück in Willems Amsterdamer Versuchsküche. Mit seiner Idee, Speck aus Algen zu kreieren, will er auch Fleischfans überzeugen. Dazu verwendet er die Rotalge Palmaria palmata aus dem Atlantik. Leicht in etwas Pflanzenöl angebraten, soll sie an echten Speck aus Schweineschwarten erinnern, optisch wie geschmacklich. Wegen des Chlorophylls verändert sie ihre Farbe und wird knusprig. Salzig ist sie schon. Fertig ist der Speck. Aber schmeckt das angebratene Meeresgemüse tatsächlich wie echter Frühstücksbacon? Wir bereiten Willems Erfindung gemäß Anleitung zu. Dann heißt es für unsere Testesser, ran an den Algenspeck. Na? Ist wesentlich härter und man hat aber noch diesen Fischgeschmack mit drin. Also wenn man das mag, dieses Salzige, dann ist das echt nicht schlecht. Eine gute Alternative. Gar nicht so schlecht, definitiv. Also dass es so lecker wird, habe ich nicht gedacht. Weiter mit dem Hauptgericht Algen al dente. Im Gegensatz zu normalen Nudeln muss man das Seetangnudelwasser nicht mehr salzen. Die Kochzeit ist mit etwa 20 Minuten allerdings mehr als doppelt so lang. Das Ergebnis sieht echten Tagliatelle verblüffend ähnlich. Aber schmeckt es auch so? Oder kommt der Meeresgeschmack durch? Wir servieren die Algennudeln mit einer klassischen Pastasauce. Und
Die Nudeln haben nicht viel Eigengeschmack, so wie normale Nudeln auch, und schmeckt eigentlich ganz gut. Ich bin kein Fan von den Nudeln, muss ich ganz ehrlich gestehen. Was vielleicht aber nicht gerade daran liegt, dass sie nach Algen schmecken, sondern dass sie einfach nach nichts schmecken. Sie sehen auch ein bisschen glibberig aus und da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber ist gut. Für manche vielleicht noch ein bisschen ungewohnt, aber Algen sind eine echte und gesunde Alternative. Und nicht nur als Gericht könnte dieser Superheld schon bald in aller Munde sein.